beste Erlebnis war, dass ich eine Kuh, das war eine sehr nervöse Kuh, dass ich diesen Maulkorb am Abend 10 Uhr angelegt habe und nicht das Gefühl hatte, dass die kalbert. Ich bin dann ins Bett, habe etwa um 11 Uhr das SMS bekommen und um 11:30 ist das Kalb da. Ja, wenn man dann denkt, dass man das Kalb retten kann, was vielleicht dann ist, natürlich ganz schwierig zu sagen, ob jetzt das hat überlebt oder nicht, das weiß man nie. Aber wenn man schon nur ein Kalb retten kann, dann hat es sich schon gelohnt. Ja. Und von dem her gibt es einem halt schon eine gewisse Flexibilität. Und dadurch, dass man es noch auf mehrere Nachteile kann, ein SMS schicken kann, kann man natürlich auch einem Lehrling oder einem Vater sagen, es ist so weit gegangen, schauen.